Name ist Alex Weipenhorst, Beachvolleyball-Profi und Mitgründer und Organisator hier von der German Beach Trophy. Wir haben die letzten Wochen viel geplant im Hintergrund und haben jetzt sind wir endlich im Aufbau und haben hier von D-Life Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, die atemberaubend sind. 350 Tonnen Sand auf einer Fläche von 33 x 18 Meter werden jetzt hier gerade verladen. Und dann geht es ab nächste Woche Mittwoch geht's los, 20 Tage Top-Beachvolleyball. Nicht nur deutsche Spitze, sondern auch Weltklasse. Und das ist der Startschuss für ein hoffentlich erfolgreiches Sportjahr hier in Düsseldorf. Ich bin Anne Böken, Projektleiterin der German Beach Trophy bei der Sportstadt Düsseldorf. Wir haben die letzten 3, 4, 5 Monate mit den Jungs der New Beach Order zusammengearbeitet, um das Projekt hier in der D-Life eigenen Mitsubishi Electric Hall auf die Beine zu stellen und freuen uns, dass es jetzt losgeht. Wir am Wochenende durchstarten können mit Beachhandball und dann auch mit dem Beachvolleyballern im Anschluss.